Keine Ahnung, man fragt dieser, man weiß ja auch nicht, wie oft jetzt jemand Sex hat die Woche oder so. Also in der Partnerschaft dann schon. Also ja, vielleicht. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Er ist der Typ hinter den Online-Marketing-Rockstars. Er ist der Typ hinter allen Podcasts der Welt. Aber er ist nicht der Typ, der alle kennt, weil er ist der Typ, den alle kennen. Ich bin froh, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen bei Haus jetzt raus, Philipp Westermeier. Moin, danke für die Einladung. So, und jetzt bist du hier, Einladung ist ausgesprochen und angenommen und jetzt bin ich gespannt, du bist bei Haus jetzt raus, was du für ein Thema raushaust. Das Thema ist, über Geld spricht man nicht. Oh, das ist ein schönes Thema. Ja. Philipp Westermeier, was verdient ein Philipp Westermeier im Monat? Im Monat? Aha. Ich kann es dir deswegen nicht sagen, weil ich mein Haupteinkommen hoffentlich der Wertzuwachs meiner Firmenanteile ist. Und darauf optimiere ich nicht so sehr auf mein tägliches oder mein monatliches Gehalt, sondern darauf, dass diese Firma, die wir bauen, immer mehr jeden Monat oder jedes Jahr mehr wert wird. Und deswegen vieles von den Umsätzen oder von den Einkünften, die wir haben, stecken wir direkt wieder rein. Insofern nehme ich da jetzt cashmäßig nicht viel raus, aber hoffe trotzdem viel zu verdienen. Aber es ist halt sehr, sehr schwer zu greifen, weil was es eines Tages wert sein wird, das weiß man dann erst später, aber nicht heute. Jetzt würdest du in deinem OMR-Podcast deinen Gast mit dieser Antwort natürlich nicht durchgehen und durchkommen lassen und würdest sagen, okay, alles klar, das verstehe ich, das ist wirtschaftlich sehr, sehr gut gedacht und buchhalterisch wahrscheinlich auch, aber ist schon fünfstellig, oder? Mein monatliches Gehalt? Sag mal so, ich könnte das so einstellen, ja, das wäre möglich. Aber ich kann es ja, ich bin ja sozusagen Unternehmer. Also ist ja die Frage, ob ich das jetzt so möchte oder nicht. Also, aber es ist so an der Grenze schon, ja. Ja, aber trotz alledem ist es ja, zeigst du eigentlich gerade schon das, was im allgemeinen Deutschland so ein bisschen der Tonus ist. Über Geld spricht man nicht, jedenfalls nicht so wirklich, was eine endgültige Zahl angeht. Also es ist ja, ich hätte jetzt gehofft, dass du sagst so, ja, ich habe im Jahr verdiene ich, sagen wir mal, 280.000 Euro und im Monat dementsprechend so und so viel. Aber so wirklich ist es dann nicht. Naja, wobei das ist jetzt, sagen wir mal, ich hätte jetzt darum nicht gefragt, weil in dem Moment, wo jetzt jemand Unternehmer ist, ne, der verdient jetzt ja nicht unbedingt sein Gehalt über das Gehalt. Ne? Der verdient dann über den Firmenwert, über das Ergebnis, also das Jahresergebnis der Firma. Was ist dein Firmawert? OMR? Oder ist das RAMP 106? Also die GmbH heißt RAMP 106, aber die Marke heißt OMR. Die ist sicherlich, also würde ich jetzt hoffen, einige Millionen wert. Ja, gar keine Frage. Aber davon habe ich ja nichts, weil das ist jetzt ja nicht Cash da, aber das eines Tages vielleicht. Ne? Aber trotzdem ist es ja deine Firma. Ja. Warum kennst du da nicht den konkreten Wert? Naja, weil so ein Firmenwert, der entsteht ja erst, wenn das jemand bezahlt. Also jetzt irgendwie so gibt es da keinen Markt dafür. Also ich bin ja nicht an der Börse und es gibt ja niemanden, der jetzt da tagtäglich irgendwie einen Preis für bildet. Insofern. Okay, dann komme ich zu dir an einem Abend auf irgendeinem A-Level-Event. Das sind ja die Events, auf denen du dich rumtreibst. Natürlich, ausschließlich, ja. Und sag, Herr Westermeier, ich habe viel von Ihnen gehört, OMR und Podcasts und das Festival und Events und was Sie nicht schon alles hatten an Startup-Unternehmen, die Sie erfolgreich an Gruner und Jahr verkauft haben oder an andere große Firmen. Ich interessiere mich sehr für Ihre Firma und die würde ich jetzt gerne kaufen. Nennen Sie mir doch mal eine Summe X, von der Sie realistisch sagen, das ist es die Wert. Und ich sage Ihnen hier und jetzt, mache ich oder mache ich nicht. Also die Situation ist extrem hypothetisch. Ja, ich liebe Hypothesen. Weil, also es gibt es so nicht. Aber ich also würde jetzt sicherlich die Firma nicht abgeben oder nicht jemandem verkaufen, der mir da jetzt 2-3 Millionen für gibt. Das wäre mir zu wenig. Ich würde da sagen, das ist sicherlich mehr als 10 Millionen wert. Oder ist es jetzt gerade unangenehm, über Geld zu sprechen? Nö, also ich finde das, also unangenehm ist es nicht. Es ist halt nur, man muss überlegen, wie man es formuliert, dass es auch jeder nachvollziehen kann. Und dass es nicht so klingt, als wenn ich das dann auf dem Konto hätte und was jetzt auch irgendwie Theorie und Praxis ist, das fällt ja alles auseinander. Und deswegen muss man das ein bisschen klar formulieren und sagen, also ich würde das nicht für 2-3 Millionen verkaufen. Okay. Aber wenn jemand da jetzt, weiß ich nicht, 10-20 Millionen verbietet, dann muss man drüber reden, vielleicht. Oder würde ich mir zumindest anhören, aber so würde es ja gar nicht passieren. Ne? So würde ja niemand kommen, sondern jemand würde mich ja fragen, auch in der Situation, wie viel Umsatz machen Sie denn, wie viel Gewinn macht denn die Firma und solche ganzen Sachen. Und dann würde der ja sagen, oh krass, können wir darüber sprechen. Und dann weiß der auch schon aufgrund dieser Basis, worüber wir da reden. Mhm. Dann muss ich da gar keinen Preis aufrufen. Okay, dann komme ich auf dieses A-Level-Event und bin also kein großer Vorstandsvorsitzender oder Firmeninvestor, der Firmen aufkauft oder investiert, sondern ich bin ich und frage dich, Philipp, musst du eigentlich noch arbeiten in deinem Leben? Ah, 100%ig. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja noch nichts verkauft von der Firma.
Da steckt sehr viel von meinem Vermögen dann also drin. Und solange das so ist, muss ich auf jeden Fall arbeiten. Aber wie stelle ich mir das vor? Bei Menschen, die, man kann schon sagen, dass ihr wirtschaftlich sehr erfolgreich seid mit dem, was ihr tut. Das ist okay, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Wie stelle ich mir das vor? Du zahlst dir ein Gehalt X aus, von dem du sagst, dann fehlt es mir an nichts in meinem Leben, aber es ist noch lange nicht so viel, wenn ich das monatlich mehr auszahlen würde, dass ich nie mehr arbeiten müsste. Ja, also so viel, dass ich, also wenn ich mir so viel auszahlen würde, dass ich nie mehr arbeiten, also ist ja eine Frage des Lebensstandards und all diese Dinge, aber das könnte ich nicht, weil wo soll die Firma das Geld hernehmen? Dann müssten wir ja irgendwie anderen Leuten die Gehälter stoppen bei uns was. Also das geht nicht. Hast du gewusst, was deine Eltern verdienen? Ist bei euch zu Hause früher über sowas gesprochen worden? Nee. Hat dich das überhaupt interessiert? Als Kind oder Jugendlicher nicht so sehr. Ich konnte, meine Mutter war Grundschullehrerin und hatte so einen kleinen Geschenkartikelladen. Also ich habe es nicht gewusst. Ich hatte da auch kein so großes Interesse daran. Erst als ich angefangen habe, mich für Wirtschaft zu interessieren, also später, dann war es mir so langsam klar. Mein Vater hat dann nichts mehr verdient, der war nicht sehr erfolgreich leider mit seinen Firmen. Aber dann ist es, kann man es auch gut schätzen. Mittlerweile, dass ich halt selber, so wie du mich jetzt fragst, ja, zweimal die Woche irgendwelche Leute danach frage, wie ihr Business läuft, was sie tun, was dabei hängen bleibt und so, habe ich, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür, was in der Wirtschaftswelt wo passiert. Es gibt immer wieder Überraschungen, aber die meisten Sachen kann ich ganz gut einschätzen. Empfindest du das Thema Geld als unangenehm, darüber zu sprechen? Nee, es ist nur komplizierter, also weil man halt darüber anders spricht als jetzt über, weiß ich nicht, welche Hosenmarke trage ich gerne oder nicht. Und hast du eine Idee, warum das so ist? Weil es sind, glaube ich, 20%, also in einer Beziehung lebenden Menschen wissen 20% nicht, was der Partner verdient. Wird einfach nicht drüber gesprochen. Also ich frage mich jedes Mal wieder, weshalb? Ja, es ist ja schon auch was sehr Persönliches. Sobald in der Beziehung, das wundert mich jetzt auch, die Zahl kenne ich jetzt so nicht. Aber es ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, man fragt jetzt, weiß ja auch nicht, wie oft jetzt jemand Sex hat die Woche oder so. Also in der Partnerschaft dann schon. Also ja, vielleicht. Hoffentlich. aber keine Angst, das frage ich jetzt nicht. Aber das sind ja so persönliche Sachen, die sind irgendwie so gekommen, weil sie sehr, aber also ich finde es, darüber generell zu sprechen, ist interessant. Also ich habe ja mir auch das als Thema gesucht in meinem Podcast, irgendwie, wenn man über Business spricht, dann muss man auch über Geld sprechen. Das hängt ja, also ist ja wirklich fast identisch. Das hängt extrem eng zusammen. Wie ist da deine Wahrnehmung von deinen Gästen? Weichen sie eher aus oder sind die meisten, also ich höre die Podcasts ja auch ab und an, dann kommt da meinetwegen so ein Knossi, der haut raus, was er verdient und natürlich auch mit einer gewissen Art des Stolzes. Und dann sind da aber auch meinetwegen Unternehmer oder Unternehmerinnen von Online-Sex-Shops oder weiß ich nicht was, die nicht so gerne darüber reden. Ist deine Erfahrung mehr, ich kriege das raus, was ich hören will, was das finanzielle angeht? Ach, man kriegt ja immer ein Gefühl dafür. So, wenn man da zwischen den Zeilen lesen kann, kriegt man schon meistens ein Gefühl. Und natürlich sind halt viele Leute empfinden das als seriös, das nicht zu sagen. Oder haben halt auch vielleicht Sorge, wenn es zu viel ist, dass das dann irgendwie in der Welt ist. Die Information, dass man dann irgendwie Sorge hat um seine Kinder oder sonst was. Oder dass man als Angeber oder so rüberkommt, dann. Aber es gibt auch welche, die so ein bisschen sich da was hochschummeln. Mhm. Also muss man mit den Leuten reden, die beim Manager-Magazin die Liste der 1000 reichsten Deutschen machen. Die ist ja auch, finde ich, auch mal ganz interessant. Gucke ich mir mal an, auch so Gäste zu finden und so für einen Podcast. Der erzählt mir der Redakteur immer, dass da jedes Jahr dann Leute, wenn die Liste raus, anrufen und sagen, mach mal ein bisschen runter, das stimmt ja alles gar nicht, ist viel weniger. Mhm. Und dann rufen andere und sagen, mach mal ein bisschen höher, ist ja viel mehr. Ich habe mir viel zu niedrig eingestuft. Also es ist ja unterschiedlich. Manche, und es sind auch ganz oft Leute da, von denen man noch nie was gehört hat. Also die wirklich Understatement walten lassen, die man überhaupt nicht so eingeschätzt hätte, dass sie so ja, aber haben. Wie sollte man auch von Leuten hören? Das sind dann teilweise Erben von irgendwelchen Firmen, die kennt man nicht. Ne? Mhm. Also das finde ich, überrascht mich nicht. Wobei ich mir die Liste seit Jahren angucke, als wirtschaftsinteressierter Mensch ist es ja ein Thema, was man so mitschneidet. Und ich bin halt sehr wirtschaftsinteressiert. Und deswegen, um die Wirtschaft, damit auch das Leben eigentlich zu verstehen, in ganz, ganz vielen Bereichen, muss man dann ja auch über Geld irgendwie sprechen. Sonst macht es keinen Sinn. Ist es deiner Meinung nach eine kulturelle Frage? In Amerika zum Beispiel wird deutlich offener und deutlich mehr über Gehälter, über Geld, über Status und auch über das Protzen gesprochen. In Deutschland ist es ja sehr, sehr oft, wenn du jetzt nicht gerade Geißen heißt oder aus der Familie Geißen kommst, eher so ein bisschen über Geld spricht man nicht.
Ja, ist ein bisschen eine andere Kultur, würde ich schon sagen. Also in den USA ist es jetzt auch so, dass viele mehr Leute das Geld selber sich erarbeitet haben. In Deutschland haben viel mehr Leute, wenn man sich die Liste, von der ich gerade sprach, anschaut, da sind ganz viele Leute drauf, die das nicht selber erarbeitet haben, die dann auch natürlich sagen, hey, damit muss ich vorsichtig umgehen, das ist gar nicht eigentlich meins, das verwalte ich nur und reiche es weiter. Und entsprechend geben sie das nicht so splashy aus. In den USA ist es halt so, wenn man das selber hat und dann irgendwie da so hingehasselt hat oder eine geile Idee gehabt hat oder was auch immer, dann ist man vielleicht auch eher bereit zu sagen, ich hau's raus und alle sollen es sehen. Und so diese Aufsteigergeschichten, die gibt es da trotz allem ja noch häufiger. Da ist einfach das ganze Thema Unternehmertum viel mehr im Land drin als hier. Und das ist, glaube ich, am Ende für die Gesellschaft erstmal ganz gut, weil es Wachstum antreibt. Es hat aber auch negative Seiten natürlich. Nämlich? Naja, das ist halt irgendwie so ein sozialer Neid schürt. Wenn das jetzt zugespitzt wird über Instagram, dann ist es halt problematisch, glaube ich, dass wenn diese Ungleichheit zu sehr aufreißt und das dann auch noch permanent dokumentiert wird, solche Sachen. Ich glaube auch, dass es dann auch falsche Vorbilder gibt. Eigentlich finde ich den deutschen Ansatz, sagen wir mal, das ein bisschen im Hintergrund zu halten, ganz sympathisch. Aber natürlich schafft er nicht so eine Vorbildfunktion und motiviert er nicht so viele andere, auch unternehmerisch unterwegs zu sein. Also so gibt es Pros und Cons. Was glaubst du, ist so eine magische Grenze an einem Betrag, den man hat, um zu sagen, ich hab ausgesorgt? Wo fängt das an? Also man sagt ja irgendwie, wenn man 3 Millionen Euro hat, dann ist man ein glücklicher Mensch. Alles, was drüber ist, verändert an dem Zustand der Glückseligkeit gar nichts mehr. Im Gegenteil, es kommen eher Sorgen dazu, nicht mehr zu bekommen und mehr zu verlieren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich glaube, dieser Betrag X wäre etwas, womit man in Deutschland gut leben kann? Erstmal natürlich so ein bisschen Disclaimer vorweg, ist ja immer die Frage, das kriege ich auch mal zu hören, und das stimmt ja auch, des Lebensstils, ne? Also wenn du jetzt, wie viele Kinder hast du, wie alt bist du zu dem Zeitpunkt, bist du da 20 oder 50, also wie lange hat man noch zu leben, ist ja dann ein bisschen die Überlegung, also gibt schon Einflussfaktoren, aber ich glaube halt auch, dass man in Deutschland und Hamburg ein gutes Leben leben kann, wenn man so 3-4 Millionen hat nach Steuern und die dann vernünftig, konservativ, kann man die ja so investieren, dass man von den Erträgen, glaube ich, schon solide klarkäme, das glaube ich schon. Sag mal, kannst du dich erinnern, was dein erstes Gehalt gewesen, was war dein erster Job? Mit wie vielen Jahren war das Krone und Jahr? Also mein erster Vollzeitjob oder so als Junge? Kannst du dir aussuchen. Oder ich hab extrem viele Jobs angefangen mit 15 so zu arbeiten, als Spüler, als Tankwart, Fahrradkurier. Vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. hat der geklappt. Dann sagen wir mal die erste Festanstellung. Die erste Festanstellung, da war ich Assistent des damaligen Chefs von Gruner und Jahr, Bertelsmann-Vorstand. Da habe ich 40.000 Euro im Jahr verdient. Also schon ein ordentliches Einstiegsgehalt, oder? Boah, also mit 26 damals, wie das jetzt auch eine Weile her, war das okay. 26, aber okay. 40.000 Euro damals für die Arbeit, für die Stunde, die ich da gemacht habe, 40.000 Euro war jetzt nicht die Welt. Also war damals okay so. Also ich kam aus dem Studium, ich hatte ja vorher gar nichts und dann war das okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, also ich habe da Stunde, wirklich Tag und Nacht da gearbeitet. Das war jetzt alles okay, ich habe da sehr viel gelernt, ich bin da extrem dankbar, aber damit bist du ja nicht reich. Ja, aber wenn ich überlege, mein Einstiegsgehalt war, also mein erstes Gehalt war als Junior-Texter 1.800 Euro. Das sind dann auch im Jahr lange keine 40, im Jahr sind es knapp 22.000 Euro. Ja. Also ist ja die Frage, wie viel man dafür arbeitet. Und so, ich hatte da wahrscheinlich schon Anschaffungskosten von irgendwelchen Anzügen und Krawatten von 1.000 Euro so jedes Jahr, damit ich da einigermaßen rumlaufen konnte. Keine Ahnung. Also es war, ich will mich da nicht beschweren, aber ich hatte das Gefühl, das war fair, aber es war auch so, dass um mich herum natürlich logischerweise die ganzen Chefs waren und extrem viel verdient haben. Und es war jetzt kein herausragendes Gehalt in dieser Welt, in der wir da unterwegs waren. Wenn du heute bei OMR als die Assistenz der Geschäftsführung angefangen hättest, wie bei Krone und Jahr, sagtest du, was würde die heute verdienen? Wahrscheinlich mehr als ich damals, ja. Also mehr als 40.000, wie es so schön heißt. Ja, also ich habe das jetzt ja nicht gesagt, weil ich das wenig Geld finde damals, nur weil ich einfach so wahnsinnig viel gearbeitet habe. Du musst dir das vorstellen, du bist da, gehst da morgens um 8 Uhr hin und bist da bis 23 Uhr und dann nimmst du da, hast Blackberry und gehst nach Hause. Und da, Ferien und so hatte ich dann, wenn mein Chef Ferien hatte, relativ selten. Und das geht dann eigentlich bis Samstagabend so ungefähr. Du bist Vater von Kindern, hast du dir schon mal Gedanken über Taschengeld gemacht? Nicht viel, wir zahlen ja unseren Kindern jetzt ein bisschen Taschengeld, aber so,
habe ich mir immer gedacht, das macht meine Frau. Achso, okay, weil ich habe immer so das Gefühl, dieses über Geld spricht man nicht, es ist eine Erziehungsfrage. Wird von zu Hause aus über Geld und vor allem über den Wert des Geldes gesprochen oder eben nicht? Also das kriegt man gleich von zu Hause mit, nö, darüber spricht man nicht. Ach so, stark haben wir das nicht mitbekommen. Es war einfach kein Thema. Also es spielte keine Rolle, bis es irgendwann bei meinem Vater wirtschaftlich einfach nicht gut lief und dann solche Themen auf den Tisch kamen. Aber meine Eltern haben das jetzt nie so zum Thema gemacht. Also auch im Freundeskreis gab es durchaus auch Unternehmer. Und mein Vater war ja auch unternehmerisch. Ich habe das nicht so in Erinnerung, dass ich als kleiner Junge ständig mit dem Thema unterwegs gewesen bin. Das fand ich auch gut. Also ich habe jetzt auch keinen Bock, dass meine Kinder sich damit viel beschäftigen. Ich hatte auch, glaube ich, so einen Bezug zu Taschengeld. Ich habe, glaube ich, auch Taschengeld bekommen. Doch, auf jeden Fall habe ich das bekommen. Aber ich weiß auch nicht mehr so, wie viel genau. Und das war alles so in Ordnung. Damals hat gepasst und ich konnte mit meinen Schulkollegen irgendwie klarkommen. So. Das war immer gewährleistet. Ja. Wer war der Gast, der die meiste Kohle hat, nachweislich, den du jemals gesprochen hast? Weißt du, du wünschst dir Jay-Z zumindest mal für die OMRs. Das wäre wahrscheinlich der Godfather auf Kohle. Ja, der reichste Gast, wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher, der Tobias Lüdke, der Gründer von Shopify, ist ein Deutscher. Dem gehören, glaube ich, so 10% von Shopify, also der Softwarefirma. Nicht Spotify, Shopify. Ja. Und die ist jetzt so 120 Milliarden wert, also ist ja so, hat er so 12 Milliarden so auf dem Papier, wohlgemerkt, das Papier, weil das ja nicht alles Cash hat, aber 12 Milliarden ist schon ziemlich schwer zu schlagen. Was macht man denn mit 12 Milliarden? Der kann sich auch nicht mal mehr in Immobilien anlegen, so viele Immobilien gibt es ja nicht in Hamburg. Nee, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht Cash, das ist ja, am Ende muss man ja verstehen, wie das läuft, auch diese ganzen reichen Ranglisten und sowas. Häufig ist es ja einfach gar kein Bargeld. Also vor kurzem gab es die Theorie, dass Elon Musk pleite ist, weil einfach, es ist jetzt ein Jahr her oder so, weil einfach er so viel von seinen verfügbaren liquiden Mitteln in seinen Firmen drin stecken hat und diese Firmen Geld brauchen, er noch mehr reingesteckt hat und er sich dann irgendwie selbst irgendwo verschuldet hat, also nicht jetzt irgendwie mit 10.000 Euro, sondern mit, klar, dem leiht man dann auch mehr, der kennt auch Leute, die ihm dann mal schnell ein paar Millionen leihen, damit er dann halt weiter seine Firmen finanzieren kann. Am Ende wäre er natürlich dann vielleicht pleite, aber trotzdem, seine Firmen sind ja wahnsinnig viel wert, aber er will halt auch nichts von verkaufen, von den Anteilen und so. Also, oder zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht. Also da gibt es ja total verrückte Theorien. Am Ende haben ganz viele Leute, und bei dem Tobias Lüdke ist es ganz sicher auch so, gar nicht so viel Cash auf dem Konto oder so, sondern das ist in der Firma drin. Und dann muss man abwarten, wann der seine Firmenanteile verkauft und wie es der Firma dann geht. Aber das ist rein theoretisch, dass der das jetzt alles Cash hätte, dann müsste der alle Anteile verkaufen. Das ist nicht so einfach. Ist Geld etwas, also was dich antreibt? Ist das ein Antrieb für dich oder machst du es eigentlich gar nicht mal? Na, ist schon, es wäre jetzt gelogen, dass es mit Geld kann man viel machen. Also ich mache es nicht, weil ich jetzt so einen harten Konsumdruck habe. Ich habe keine größeren Konsumwünsche, wo ich so denke, boah, ich will mir jetzt ein Auto oder irgendwas kaufen. Das habe ich nicht. Ja. Aber ich finde es gut, was man mit Leuten einstellen kann, Projekte umsetzen kann, Sachen machen kann, die das Leben bereichern. Und nicht jetzt materiell gesehen, sondern eher so inhaltlich gesehen. Das finde ich cool. Und dazu braucht man das. Und ansonsten finde ich es eher interessant zu verstehen, wie das funktioniert in der Wirtschaft und warum Leute was machen und warum Firmen sich wie oder die Manager dahinter, die Gründer häufig, sich wie verhalten. Und da ist natürlich einfach total wichtig, über Geld nachzudenken, weil das ist einfach das Kernschmiermittel, das erklärt, wie die Welt funktioniert. Und wenn man das ausblendet, dann wirst du nicht verstehen, wie die Welt läuft. Und ich bin halt einfach sehr neugierig und will gerne verstehen, wie die Welt funktioniert. Und da muss man zwangsläufig über Geld reden. Wie weit bist du da? Wie weit weißt du, wie die Welt funktioniert? Also physikalisch und so biochemisch bin ich dabei sehr wenig. Aber bei wirtschaftlich würde ich sagen, habe ich ein gutes Verständnis. Letzte Frage. Reden Männer oder Frauen mehr über Geld? Also in deiner Welt, in deinem Podcast, in deinem Aufeinandertreffen von sehr interessanten und auch teilweise kapitalstarken Persönlichkeiten? Ähnlich, glaube ich. Ja? Ja, es gibt schon, also ich habe da mit vielen Frauen über Geld geredet, genau auf dieselbe Art und Weise. Manchmal ganz unbedarft bei Männern wie bei Frauen. Manchmal sehr, sehr gut durchdacht. Also es ist schon, eigentlich gibt es jetzt nicht so den Unterschied. Es gibt wahrscheinlich jetzt im Podcast, muss man ja fairerweise zugestehen, mehr männliche Gäste, leider. Das versuchen wir zu ändern, aber es gibt ein paar männliche Gäste. Aber eigentlich, wenn man dann einmal jemanden hat, der Business macht, der was bewegt und der halt entsprechend dann zu Gast ist, dann
ist es relativ gut, relativ ähnlich in den Gesprächen. Mhm. Philipp, interessantes Thema, was du da rausgehauen hast. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es nach wie vor schwierig ist, über Geld zu sprechen. Also sagen wir mal, nicht selbstverständlich. Ich glaube, man hat immer so die Überlegung, wer ist der oder die mir gegenüber, mit der oder mit dem ich gerade über das Thema rede. Trotzdem vielen Dank, dass du da so viel rausgehauen hast. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine weitere Ausgabe von Haus jetzt raus. Abonniert gerne den Kanal, lasst einen Kommentar da oder wie es neudeutsch heißt ein Like. Vielen Dank, Philipp Westermeier. Subscribe heißt es doch bei YouTube. Ja, ich weiß es nicht. Du bist subscribe. Hier. Also subscribe diesen Kanal oder sagt man subscribe the channel höchstwahrscheinlich. Jeden Dienstag jetzt neu, every Tuesday, jetzt hier, genau. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Philipp Westermeier. Achso, und ich sag tschüss. Ciao, ade.